Ihr kriegt einen Klettverschluss, das ist ja alles der Wahnsinn hier dann. Es geht hoch her. Kostümprobe zur Puccini-Oper Manon. Der große Tag der Kostümabteilung. Zum ersten Mal stehen alle Darsteller in ihren Originalkostümen auf der Bühne. Heute zeigt sich erstmals quasi unter Aufführungsbedingungen, ob alle Kostüme auf der Bühne auch wirklich funktionieren. Und ob sich die schnellen Umzüge hinter den Kulissen bewältigen lassen. Mittendrin Antonia Fietz. Schön, aber zu langsam. Sie ist die Chefin der Kostümabteilung des Staatstheaters Braunschweig. Das Problem, die Umzugszeiten sind viel zu knapp kalkuliert. Ihr Süßen, ihr müsst euch echt zacki-zacki beeilen. 1:30 kann ich nur sagen. Das kriegen wir nicht hin. Wieso? Wir sind Zeit her. Wir sind schon längst auf der Bühne, müssen wir sein. Scheiße, cool. Das ist ja echt so. Ihr habt nicht viel Zeit an der Stelle. Ich frag mal. Nee, es ist brutal. Ja. Es ist absolut brutal. Ich habe aber nicht für jeden Chorherrn irgendwie einen Ankleider. Also das war klar, dass dieser Umzug die Hölle wird. Kleider, Kleider, Kleider. Das ist die Welt von Antonia Fietz. Ihre Leidenschaft. Also ich interessiere mich eigentlich seit meinem 12. Lebensjahr, glaube ich, für Textilien und für Mode und für bestimmte, das Theater kam ein bisschen später dazu. Also ich habe eigentlich, das habe ich erst mit 16 eigentlich wirklich entdeckt, aber immer so dieses Interesse an Stofflichkeiten und an Material und an Schnitten und also das fand ich eigentlich schon immer toll. Und da liest man sich auch ein bisschen was an und ich liebe natürlich auch Kostümschinken im Fernsehen, gucke ich mir auch gerne an und so. Also man bildet sich da eigentlich auch Learning by Doing natürlich auch. Und hier im Fundus, ich meine, ich glaube, ich lerne hier auch täglich noch dazu. Als Chefin der Kostümabteilung hat Antonia Fietz die Oberaufsicht über alle Kostüme, die in Braunschweig auf die Bühne kommen. Als Kostümbildnerin entwirft sie Kleider, Roben, Hüte und. Was nicht neu geschneidert wird, kommt aus dem Fundus. Hier hängen über 20.000 Kostüme. Aus alt macht neu. Ich glaube, dass wir ohne Fundus wären wir total verloren. Also wir ziehen sehr viel aus dem Fundus. Das verlagert sich natürlich immer so ein bisschen. Das Theater entwickelt sich ja auch so ein bisschen in bestimmte Richtungen. Jetzt ist gerade wieder so ein Trend, dass unheimlich viel so die Straße abgebildet wird, dass sehr viel realistisch gearbeitet wird. Das heißt, der Tagesfundus mit Anzügen sämtlicher Art, Mäntel und so weiter, ist ständig im Einsatz. Denn Kleider machen Leute. Und Kostüme machen Schauspieler. Alle Kostüme entstehen zunächst einmal im Kopf des Kostümbildners. Und ganz altmodisch. Mit Stift und Farbe am Zeichentisch. Wenn ich so richtig Entwürfe mache, das sind wirklich Prozesse, die auch nicht so an ein, zwei Tagen erledigt sind, sondern das dauert schon immer so seine Zeit und tatsächlich sitze ich in meinem stillen Kämmerlein und dann sind das die Nächte, die dann auch lang werden und man dann entwirft und Bücher wälzt und Gemälde guckt oder wie auch immer. Also es kommt ja ganz auf die Thematik drauf an, aber das ist schon auch sehr schön an diesem Beruf, dass man wirklich alle Bereiche mit einbeziehen kann, also wirklich von der Literatur über Malerei, Fotografie, das Leben auf der Straße, das ist einfach alles da so mit drin. Wenn das Konzept fertig ist, dann wird es eigentlich erst zuallererst mit den Gewandmeistern und den Assistenten besprochen. Wichtig ist, dass man mit den Gewandmeistern festlegt, welche Kostüme auch aus welchen Stoffen wie gearbeitet werden können und dass man eben auch über die Schnitte spricht. Dann zieht sich der Gewandmeister zurück, macht die Schnitte. Ich wähle Stoffe aus, lasse die Gewandmeister da auch noch mal drauf gucken, ob es daraus zu arbeiten ist und ob sie sich das vorstellen können. Und dann geht das Ganze unters Messer. Christine?
Tatsächlich ist das zum Teil richtig hohe Schneiderkunst, was wir da fabrizieren. Also die müssen ja auf der Bühne funktionieren und da müssen bestimmte Dinge klappen und da muss man vielleicht aus dem Hintern irgendwie plötzlich irgendwas rauszaubern können, was aber ganz spielerisch laufen muss und das muss man dann x-mal ändern, bis das wirklich klappt und so. Also es sind lauter so Dinge, also das ist absolut nicht denkbar, dass das irgendwann mal maschinell funktionieren würde. Da ist auch unheimlich viel Handarbeit einfach. Antonia Fietz ist auch die Chefin der 9 Schneiderinnen und 3 Auszubildenden, die in der Damenschneiderei tätig sind. Und die haben ordentlich zu tun. Aber man kann schon sagen, dass hier immer so um die 400-500 Kostüme gehen hier locker in einer Spielzeit über den Tisch. Darüber freuen sich auch die Stoffzulieferer. Denn Kostüme gehen ins Geld. Das Staatstheater Braunschweig, Kostümleitung Fietz, hallo, ich grüße Sie. Sie hatten uns letztens so einen wunderschönen Nadelstreifen geschickt. Und Sie können es bestimmt gar nicht glauben, aber an diesen wunderbaren Anzug kommt jetzt auch noch zu allem Überfluss Blut. So, und jetzt müssen wir für unseren Solisten noch eine Ersatzhose machen. Und zwar hätte ich gerne von dem Crêpe Satin Lola Artikel 65118. Mhm. 8 Meter. Rein Etat sind es so 10.000, 10.000, 11.000 für große Opern. Mehr habe ich nicht. Und dann ist es auch egal, ob es 3 oder 4 Chorsätze sind. Wenn der Bühnenbildner oder der Kostümbildner viel mehr sich das wünscht, dann müssen wir eben mit dem Geld irgendwie zurande kommen. Zu Shakespeares Zeiten waren Kostüme die einzigen Requisiten auf der Bühne. Und unerschwinglich teuer. Die reichen Mäzene der Theatergruppen stifteten die prächtigen Roben aus ihrer privaten Kleiderschatulle. Eine Kostbarkeit hortet die Kostümabteilung des Staatstheaters Braunschweig noch. Alte Kostüme aus den Tagen des Hoftheaters aus dem 19. Jahrhundert. Von diesen prächtigen Gewändern lässt sich Frau Fietz gerne zu Schnitten für historische Inszenierungen anregen. Aber in dieser Qualität lassen sich solche Kostüme heute nicht mehr fertigen. Ja, das sind alles Teile, die man so jetzt nicht mehr beschaffen könnte. Und das ist zum Beispiel ein Juste au corps. Und das kann ich hier vielleicht auch noch mal deutlich machen. Also sowohl dieser Damaststoff unter der Stickerei wäre jetzt so absolut nicht mehr zu haben. Und diese ganz speziellen Stickereien sind hier extra auf den Schnitt aufgebracht worden. Ich wüsste gar nicht mehr, welche Firma einem das so machen würde. Also das ist nicht mehr wiederherstellbar. Ein Kostümbildner muss also ganz schön viel wissen und können. Wie wird man eigentlich Kostümbildner? Die Ausbildung erfolgt in der Regel in einem Studium in einer Fachklasse für Bühnen- und Kostümbildner oder in einer solchen für Kostümgestalter. Sie dauert 4 bis 5 Jahre. Darin wird nicht nur Wissen über Kostüme, Materialien und Schnitte vermittelt, sondern auch zu Kultur- und Kunstgeschichte sowie Stilkunde. Man kann aber auch anders in den Beruf einsteigen, zum Beispiel über ein Modedesignstudium, die Ausbildung zum Gewandmeister oder die Gesellenprüfung im Schneiderhandwerk. Übrigens, Theater sind Ausbildungsbetriebe. Viele Handwerkstechniken lassen sich überhaupt nur noch hier erlernen. Als Kostümbildner arbeitet man festangestellt oder meistens freiberuflich. Für ihre Arbeit holt sich Antonia Fietz gerne Inspiration in Museen. Historische Bilder sieht sie durch die Augen der Kostümbildnerin ganz anders als der normale Museumsbesucher. Das ist doch ein sehr schönes Bild für einen Kostümbildner. Also hier ist, das ist ein Bild der klassischen spanischen Mode, das springt einem förmlich entgegen. Das sieht man an diesen Kragenvarianten, also einmal hier auf der rechten Seite, diese großen Krägen nennt man Achternkrausen, diese großen Mühlräder. Übrigens kompliziert in der Herstellung, also bei den Werkstätten nicht sehr beliebt.
Und auch diese Spitzenkrägen, diese ganz zarten Organza-Teile mit Spitze eingefasst, das sind so ganz typische Details aus dieser Zeit. Auch diese Manschetten, die man hier sieht. Und eigentlich kriege ich hier als Theatermensch und als Kostümbildnerin gleich Lust, einen Chor zu machen in schwarzer Montur mit großen weißen Krägen. Ich finde, das ist auch wirklich ein sehr theatralisches Bild. Also hier kann man sich bestens über mitteleuropäische Renaissance informieren und kann auch eigentlich genau sehen, wie die Dinge getragen wurden. Also wie zum Beispiel so ein Kleid getragen wird mit diesen merkwürdigen Ketten. Hier, das ist so eine Art sächsischer Kragen. Das ist hier fast fotografisch dargestellt. Diese großen Ketten waren eben auch ein sehr typisches Merkmal. Und also authentischer bekommt man es eigentlich nicht hin. Man kann eben in diesen Gemälden das genau sehen, wie so solche Details getragen wurden oder auch wie so eine Haube aufgesetzt wurde und aus welchem Material das besteht. Das kann man hier wirklich sehr, sehr schön sehen. Doch auf der Bühne sind natürlich nicht immer historische Kostüme gefragt. Oft darf sich die Fantasie des Kostümbildners ganz frei austoben. Oh weia, hier sind schon hier diese ganzen dicken Batons. Das ist doch auch alles Märchen hier. Die probieren wir dann auch an. Was über Wochen entworfen, geschneidert und genäht wurde, muss sich erstmals bei der Anprobe mit den Darstellern bewähren. Na. So. Sehr gut. So, also die, ne? Bin zwar jetzt hier ein bisschen. Kann ich noch ein bisschen mehr essen, Mensch. Da passt noch, passen noch zwei Pizzen rein. Ist noch ein paar Tellerchen. Ja. Die Schauspieler, für die ist das ja etwas, was ganz wichtig für ihre Rolle auch ist. Also die schlüpfen ja damit eigentlich in ihre zweite Haut, die sie dann darstellen müssen. Und da gibt es dann auch ordentlich Mitspracherecht. Ja, Hosenträger wären gut. Wäre nicht schlecht. Ja. Das Kinder- und Jugendtheater bringt Momo auf die Bühne. Die Darsteller schlüpfen in mehrere Rollen und brauchen deshalb in dem Stück bis zu 6 verschiedene Kostüme. Und der Teufel steckt im Detail. Also das sind die Schulterstücke, genau, vermutlich. Genau. Das heißt, wir müssen uns halt überlegen, irgendwie, ob wir so ein Schulterstück dann noch herstellen. Kein Mensch weiß, aus welchem... ob der jetzt aus der Lombardei kommt oder sonst wo, das interessiert uns ja jetzt nicht. Das stimmt, aber was natürlich schön ist, wenn sich das farblich abhebt. Genau. Ne? Oh Gott, das will nicht bewegen. Hinter der Bühne sind oft fliegende Kostümwechsel gefragt. Da muss alles sitzen. Das ist echt Maßarbeit, also ist alles auf Maß. Das heißt, die werden hier komplett vermessen und dann sitzen die aber auch wie angegossen. Aber man kriegt die Sachen dann nicht mit nach Hause oder so, ne? Sind sie schon mal, wenn sie einem schon passen? Ja. Nach dieser Anprobe geht das Ding wieder in die Werkstatt, das Kostüm, und wird dann fertiggestellt. Als Kostümbildnerin steht Antonia Fietz ständig in Kontakt mit allen Textilabteilungen. Oft werden Stoffe im Theater eigens gefärbt, um sie den Kostümentwürfen anzupassen. Und selbst für Kopfbedeckung gibt es eine eigene Abteilung. Ich setze jetzt mal so ein Ding auf. Und dann erklärst du mir doch mal bitte, wie wir das jetzt innen machen, weil ich kann mir das mal nicht so schnell durchgucken. Doch, das geht. Und wenn die Kostüme tatsächlich endlich fertig sind, dann sind sie, ganz wie normale Kleider, im Nu wieder schmutzig. Im Theaterkeller rotieren die Waschmaschinen auf Hochtouren, um auch einen großen Chor mit sauberen Kostümen versorgen zu können. Bis zur Kostümprobe ist es also für den Kostümbildner ein weiter Weg. Und jeder Einzelfall will verarztet werden. Na, Martello? Na, ja, wie schaut's aus? Ja. Was bist denn du jetzt? Ich Freier oder Prostituierter oder? So, so, völlige Irritation hier. Was denn? Die Schleife umbinden kann. Welche Schleife? Die hier. Mach ich das? Komm her. Kannst du das? Na, also ich werde ja wohl noch einen Klettverschluss bedienen können. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Könnte es sein, dass die nicht passt? Das könnte sein, wenn du dich mal umdrehen würdest. Aber ehrlich gesagt, hier passt alles. Und wenn es nicht passt, was passt mit dir mal? So, und hier hängt schon wieder der Kragen raus. Das ist ja alles grausig. Na gut. So. Wenn du jetzt sagst, ist es denn jetzt gut? Ja. Ist jetzt mal gut so, hier. Abmarsch. So, raus hier. Letzte Kontrollgänge vor der Stunde der Wahrheit. Der Kostümprobe. Ich will ein Foto mit dir. Oh, war doch keine Zeitung hier. Bei
mein Gott, mit türkisfarbenen Flipflops. Ja? Unglaublich. Mein Gott. Steil. Da kann man als Kostümbildner nur hoffen, dass der Zuschauer auch jedes Detail zu würdigen weiß. Meine Vorlieben sind, glaube ich, auch skurrile Dinge. Man muss auch ein bisschen bereit sein für ein bisschen Wahnsinn, weil im Theater geht es immer hoch her und es ist oft, ist man belastbaren Situationen ausgesetzt und es ist auch oft Stress, aber es ist eben auch oft lustig und es ist schon ein ganz eigenes Leben.